Sieger auf Matte 1 wird Paul Grünwald von der ZSG Waltershausen. Er ist somit Fünftplatzierter in seiner Gewichtsklasse. Nächster Kampf auf Matte 1, Platzierungskampf um Platz 3 in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm. Der Jugend Dora, Kampfziffer 170, Konstantin Babchenko vom SAV Torgelow gegen John Barth von der SG 3 gleich in Mühlberg. Ja, bei den anderen, die drei nehme ich wieder raus, die lassen wir aber dann im Dezember. Also ein Bein, die Laufband in einer Woche und die andere Woche im Stück. Ja, das ist dann im Prinzip so hier. Die haben im Prinzip mit 1 Meter pro Sekunde an, das Laufband. Ja, in der ersten Stufe dürfen sie 2 Minuten. Jetzt eigentlich. Dann geht es alle 30 Sekunden. Hinten rein. Genau, alle 30 Sekunden steigert es dann um die 0,2 Meter pro Sekunde. Und dann haben die in 6 Minuten, dann sind die bei 4 Meter pro Sekunde. Ja, das ist Tempo. Und das Tempo bleibt dann gleich. Und in der Stufe 7 bis Stufe 21 geht es dann immer um 1,7 Grad nach oben. Also wenn die dann im Prinzip starten. Ja, und das machen wir da gleich mit Atemschutz, Atemmaske, dass wir hier CO2 ausbauen. Da können wir dann mal messen, wie fit sie schon sind. Und wenn die sehen wir da auch da. Ja, Sieger auf Matte 2, somit 5 Platzierer in der Gewichtsklasse wird Jay Rafui vom SV Halle. Nächster Kampf, Matte 2, Kampfziffer 171, Platzierungskampf um Platz 3, Gewichtsklasse 31 Kilo, Jugend Dora, Arthur Rhein, SV Rotation 1 gegen Otis Geld aus Unterdörfer.